Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Breath of Fire 2. Nach dem dramatischen Kampf zwischen Trubo und Sten haben sich die beiden dazu entschlossen, Shubkai zu stürzen und die Prinzessin zu retten. Des Weiteren müssen wir uns außerdem auch noch auf den Weg auf die Suche nach den anderen machen, die ja in dieses Loch gestürzt wurden. Sten findet hier einen Ohrring. Wollen wir doch mal schauen, was dieser Ohrring bringt. Es ist eine Ausrüstung, denke ich. Jawohl, ist es auch. Und wir rüsten ihn damit aus. Ich weiß zwar nicht, was er bringt. Hätte ich vielleicht mal nachlesen sollen. Aber egal. Wir machen uns jetzt mal hier auf den Weg durch die Tür da oben. Denn es ist alles ein bisschen kurios. Ah, noch eine Schatztruhe. Und wir finden eine Tolen. Ja, diese Tolen-Münzen sind eine Seltenheit. Es gibt, glaube ich, insgesamt 26 Stück davon. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und die sind wichtig für einen Bewohner, wenn man den ins Dorf mit aufnimmt. Der macht dann irgendwas damit. Keine Ahnung was. Wenn ich das noch alles richtig in Erinnerung habe. Ich habe es eigentlich nie selber gemacht. Hier geht es dann weiter nach oben. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Oh oh. Das hört sich bedrohlich an. Wir haben ja auch ein Monstermeter, das ein bisschen rumtanzt. Ich hoffe nicht zu sehr. Wir gehen erstmal rechts lang. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Aha. Hier können wir also wieder Stens lange Arm benutzen. Wieder ein Kampf. Oh, oh, Erstschlag. Immerhin Erstschlag gegen diese Monster. Pharaonen. Schön, wenn ich jetzt den Silberdolch noch gehabt hätte. Ich glaube nämlich, das sind untote Gegner und gegen die sind ja die Silberdolche richtig gut. Aber es reicht ja, wenn Sten alleine zuschlägt. Die Gegner sollten eigentlich auch nicht allzu stark sein, weil man davon ausgeht, dass man Sten wohl nicht allzu oft in der Gruppe hat. Man sieht ja, 150 Punkte, das ist ja im Vergleich zu früher, zu den Charakteren, zu den Gegnern früher, gar nichts. Oh, ja, jetzt verteidigen sie auch noch. Die werden wahrscheinlich in der Lage sein zu zaubern. Ja, Kältezauber. Komm, sagt man, es kommt auch. Und die Zauberkräfte, die Staubersprüche sind nicht allzu stark. Das ist das Schöne. Das einzig Negative daran ist, für uns, Sten wird diese nicht kontern. Obwohl, kontern wird er sowieso nicht. Ich habe bis jetzt sowieso das Gefühl, dass nur der Held und Cut kontern können. Wo bin ich jetzt hier? Oh, oh, da sehe ich doch was. Das ist Spa. Rave und Rand. Wie komme ich da hin? Ja, gut. Werden wir uns erstmal weiter hier auf den Weg machen, durch die Höhlen. Das war ein blöder Weg, den wir gegangen sind. Wir haben nämlich keinen Meter gewonnen, ganz im Gegenteil. Das ist ärgerlich, sowas. Also, ich hoffe nur, dass ich die drei da so schnell wie möglich rausbekomme. Oh Mann, den Todbringer auf seinem Pferd. Ich hoffe, nein, er hat einen Spezialschlag. Oh, zum Glück, der Schaden ist nicht allzu hoch. Sten müsste noch ein, zwei Züge überleben können. Jetzt kommt ein normaler Angriff von dem Monster. 17 Punkte, das geht ja noch. Ja. Wie gesagt, diesen Ort hier habe ich so gut wie gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist das Schöne. Jetzt kommt eventuell auch mal ein bisschen mehr Spaß ins Spiel, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Humor. Denn das alles, was vorher war, dieses ganze Vorgeplänkel, sprich von Anfang an bis jetzt, das war für mich alles bekannt. Das heißt, ich wusste, wo ich hin musste, ich hatte meine genauen Vorstellungen, wie ich die Monster bekämpfen musste, aber mehr war da auch nicht. Aha, jetzt bin ich hier hochgegangen. Kann ich hier irgendwo runterfallen? Nee, kann ich nicht. Aber irgendwie muss ich doch da runterkommen. Ich muss doch irgendwie meine Kumpels retten können, oder? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, wieder gegen den Pharao. Das ist der erste Angriff. Und der zweite Angriff mit dem Spezial, das dürfte gewesen sein. Jawohl, der Pharao ist besiegt. Wir machen uns weiter auf dem Weg, denn wir wollen unsere Freunde so schnell wie möglich retten und diese Shubkai-Person mal ein bisschen in die Schranken weisen. Wo sind wir jetzt hier? Oh, dieser Raum ist tot. Beziehungsweise leer. Bringt uns gar nichts. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Natürlich müssen wir kämpfen. Gehört dazu. Mein Gott, ein Pollen. Also die Gegner kommen auch wirklich überall. Ja gut, weg ist er. Wir machen weiter. Gehen wir mal da hoch. Und hier ist ein Teleporter. Gehen wir doch mal drauf. Wo sind wir jetzt? Ja, ich wusste, dass das ein Teleporter ist, weil das noch eine alte Sache ist. Aha. Hier sind wir quasi hinter dem Thronraum. Und wo kommen wir hier runter? Ist auch wieder ein Teleporter. Mal schauen. Aha. Wusch, wusch, wusch. Moment, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das kommt mir alles ein bisschen
Ein bisschen zu früh. Das kommt mir hier alles ein bisschen viel zu früh. Und hier ist eine Schatztruhe. 1000 Münzen. Na, immerhin. Ein bisschen Geld. Müssten wir hier kämpfen? Also bis jetzt ist ja... Okay, das Monster-Meter tanzt nur langsam. Das heißt, nicht allzu viele Kämpfe kommen hier. Aber trotzdem, also... Das war ja fast ein Spaziergang jetzt. Wieder der Kältezauber von Pharao. Boom. Und jetzt greift es denn nochmal an, das war's. Gut, weiter gehen wir. Off we go. Im Übrigen ist mir auch aufgefallen, dass auf der Monsterinsel, wenn man dort levelt, die Gegner jetzt mehr Punkte geben. Ist das so? Kann mir da irgendjemand, der das Spiel ein bisschen genauer kennt? Scheißen Dreck, ich bin hier ein bisschen zu früh. Oder? Ja, er spricht jetzt quasi nur, Schubka spricht jetzt nur über mit der Prinzessin darüber, was er macht. Mit der Waffe des Kröses. Ich habe es leider weggedrückt, weil ich dachte, ich bin hier zu früh. Mal schauen. Alles, was wir brauchen, ist deine Hilfe. Und die Welt wird unserer sein. Ich verweigere es, aber... Denkst du, dass ich in so einer Sache unterstützen würde? Dieses Land ist immer eine Militärsnation gewesen. Warum zögerst du also jetzt? Es ist wahr, dass wir Söldner sind. Aber an diesem Tag bis zu diesem Tag haben wir nie in einem Krieg die Unterstützung gegeben, wo wir nicht dran geglaubt haben. Hä? Da ist nichts. Es gibt nicht sowas wie gut oder böse in einem Krieg. Hä? Wer ist da? Oh, du bist's. Oh, du bist es, Stan. Ich bin so froh. Du bist am Leben. Ich bin so froh. Also bist du Stan. Ja, und der Raven Knight macht hier also eine kleine Pause. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2. Sprach der Raven Knight nimmermehr.